Sie ist die schnellste Frau Indiens. Schon als Jugendliche sprintet Duti Chand von Sieg zu Sieg. Sie ist die große Medaillenhoffnung des Landes und der Liebling der Medien. Bis zum Juli 2014, kurz vor ihrem ersten großen internationalen Wettkampf, bestellt ihr Verband Duti zum Dopingtest. Dopingtests sind nichts Ungewöhnliches. Aber diesmal musste ich mehrfach zu ausgiebigen Untersuchungen ins Krankenhaus. Da bin ich skeptisch geworden. Kurz darauf erfährt sie, worum es bei den Tests tatsächlich ging. Aus der Presse. Spekulationen über Geschlechtstest. Duti Chand nach Geschlechtstest disqualifiziert. Junge, Mädchen oder Superathlet? Plötzlich diskutiert das ganze Land darüber, ob Duti eine Frau oder ein Mann ist. Das hat sehr wehgetan. Ich war völlig verwirrt. Soll ich etwa keine Frau sein? Ich bin doch als Mädchen aufgewachsen. In der Schule, beim Sport, ich war immer ein Mädchen. Plötzlich starrten mich alle an. Es war schrecklich. Der angebliche Dopingtest verändert alles. Bei der Untersuchung kommt heraus, dass Dutis natürlicher Testosteronspiegel überdurchschnittlich hoch ist für eine Frau. In der Fachsprache heißt das Hyperandrogenämie. Das Problem? Dadurch hat sie mehr Testosteron im Blut, als der Internationale Leichtathletikverband bei Frauen erlaubt. Das Testosteron steigere ihre Leistung. Dadurch hätte sie einen unfairen Wettbewerbsvorteil, so die Begründung. Der Verband sperrt Duti. Die Testosterongrenze führte der Verband 2011 ein, nach mehreren Kontroversen um das Geschlecht von Athletinnen. Der bekannteste Fall ist die Südafrikanerin Caster Semenya. Nach ihrem überdeutlichen WM-Erfolg 2009 in Berlin wurde auch ihr Geschlecht öffentlich diskutiert. Duti hatte von all dem noch nie etwas gehört. Weder von Geschlechtstests noch von Hyperandrogenämie. Sie zog sich in ihr Heimatdorf zurück. Sollte das Ende ihrer Karriere sein? Sie stammt aus einfachen Verhältnissen. Ihre Eltern sind Weber, wie die meisten Dorfbewohner hier. Wer hier aufwächst, muss für seine Ziele kämpfen. Duti hat oft gekämpft. Und das will sie auch diesmal tun. Sie zieht vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Sie klagt gegen die Testosteronregel. Ein Musterprozess, dessen Ausgang nicht nur Duti betrifft. Ihr Argument? Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass ein natürlich erhöhter Testosteronspiegel einen Wettbewerbsvorteil bringt. Und sie hat Erfolg. Die Richter heben Dutis Sperre auf. Vorerst. Der Verband hat nun 2,5 Jahre Zeit, wissenschaftliche Belege für eine Testosterongrenze vorzubringen. Für Duti zählt nur eins. Endlich kann sie wieder das tun, was sie am meisten liebt. Rennen. 2017 vertritt sie ihr Land bei der WM in London. Für sie ist das erst der Anfang. Ich bin erst 22. Mein Ziel sind die Olympischen Spiele 2020 und 2024. Im Frühjahr entscheidet das Sportgericht. Dann erfährt Duti, ob sie ihren Traum weiterleben darf. Ja, kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch 2 Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.